5, 6, 7, 8. Wenn man den Ruf hört, muss man ihm folgen. In meinem Fall, um eine tanzende Filmemacherin in New York zu werden. Ja, im Big Apple ist alles möglich. Und hier ist mein Studio im Herzen Manhattans, wo ich Ihnen jetzt gleich Freunde von mir, die auch deutsche New Yorker sind, vorstellen werde. Der Türöffner funktioniert mal wieder nicht. Aber meine Gäste nehmen das ganz locker. Jetzt werden Sie gleich Wolfgang Gäbler kennenlernen. Er war Gründer und CEO von Deutschlands größter Computer- und Videospielefirma, CDV Software. 2012 ist er mit seiner Familie nach New York umgesiedelt. Hier hat er eine neue Firma gegründet und ist als Fotograf und Filmemacher tätig. Auf seinen Webseiten Big Apple TV und vidfame.com gibt es ganz tolle und interessante Fotos und Videos von New York. Unter anderem auch Tipps für Deutsche, die in die USA auswandern möchten. Wolfgang Gäbler, vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, nicht zu danken. Bin gerne hier. Wolfgang ist so spontan. Ich habe von ihm eine E-Mail bekommen. Er hatte mal meinen Vorspann für Mango Tango gesehen und hat gelacht und hat mir eine E-Mail geschickt, aber gleich gekommen, mit dem Fahrrad hier raufgefahren von Battery Park. Sportlich, in meinem Alter. Ne? Alter? Ja. Du bist erst mit deiner Familie, mit deiner wunderschönen Familie, Frau und drei Kindern im August hier gekommen. Und hast dann gleich einige Dinge erlebt. Denn Sandy, der war ja erst 2 Monate, nachdem du hier eingezogen bist. Das war, wie hat das euch betroffen? Das war ein interessantes Erlebnis. Auf jeden Fall hatten wir dann endlich die Wohnung, die wir haben wollten. Ist in einem schönen Haus im Battery Park, also in einem schönen so einem Apartment-Hochhaus. Und direkt mit Grünfläche vorne dran, direkt am Hudson, direkt mit Swimmingpool und so weiter. Also wirklich ein tolles Gebäude, war alles wunderbar. Wir waren gerade eine Woche da drin, dann kam irgendwie schon die Vorankündigung, dass da so ein Hurricane oder was auch immer kommt. Und im ersten Moment haben wir noch gedacht, na gut, haben wir in Deutschland ja schon oft gehört und dann kommt da halt irgend so ein Sturm, wird schon nichts passieren. Und ich weiß noch, wie wir sonntags dann den Fernseher angemacht haben und Bloomberg da im Fernseher zu sehen war und irgendwas von Evacuation gesprochen hat. Und mir ist dann relativ schnell klar geworden, was Evacuation heißt. Und dann hat er noch von Zone A, also Zone A gesprochen. Und dann habe ich schon innerlich gedacht, um Gottes Willen, Zone A kann eigentlich nur Battery Park sein, weil das eben ja ganz in der Südspitze, wenn man so will, von Manhattan ist. Das Wasser ist im Prinzip vom Meer aus gesehen, direkt gefährdet sein müsste. Und dann habe ich da gehört und meine Ohren wurden immer größer und meine Augen auch. Und dann habe ich zu Chris, meiner Frau, gesagt, ich befürchte, wir werden das sein. Und sie sagt, was werden wir sein? Und dann sage ich, ja, wir werden diejenigen sein, die hier evakuiert werden müssen. Wir haben ja 3 Kinder und dann haben wir noch eine Katze. Und wir mussten ein Hotel finden, das die Katze aufnimmt, was auch schon nicht ganz einfach war. In ganz Manhattan gab es kein Hotel mehr, das die Katze aufgenommen hätte. Insofern mussten wir nach New Jersey rüber. Und dann kamen wir runter auf die Straße, dann waren da überall schon Betonsperren aufgebaut, riesengroße, überall schon große LKWs rum mit Kränen hinten drauf, die dann überall alles abgeriegelt haben, um zu verhindern, weil direkt nebendran ist das World Financial Center. Und dann haben die versucht, das so abzuriegeln, dass da kein Wasser hinkommt. Und jetzt mussten wir ein Taxi suchen. Jetzt waren wir da nicht die Einzigen, die da irgendwie ein Taxi gesucht haben, weil da waren dann doch noch ein paar andere unterwegs, die ja das gleiche Problem hatten wie wir. Und wir mit unseren 3 Kindern, plus der Katze, plus dem Katzenklo, also das Katzenklo, musste ja auch mit. Und jetzt haben wir so ein schönes, großes Katzenklo. War toll für die Wohnung, aber leider nicht so schön zum Tragen.
Und dann haben wir Taxi gesucht. Und das war dann unten auf der Straße, standen wir da, Taxi gewunken. Das erste Taxi, das hat dann schon mal in ungefähr 200 Meter Entfernung angehalten und gefragt, wo wollt ihr hin? Ja, und dann wir, ja, wir wollen nach New Jersey. Weil, über den Fluss rüber, ja, praktisch. Und dann hat der gleich gesagt, so, ja. Das dürfen die ja eigentlich nicht. Also ich habe gelesen, die Taxifahrer müssen jeden Fahrgast dorthin bringen, wo er hin möchte. Genau. Also da gibt es sogar ein Gesetz, also zumindest nach dem, was ich gelesen habe. Sie halten es aber nicht ein. Die halten es nicht ein, also gibt es auch einen Trick, den ich mittlerweile weiß, man steigt einfach ein und sagt erst dann, wo man hin möchte. Aber der war jetzt dummerweise weit, so weit weg, dass wir da nicht mit der Familie und dem Katzenklo und der Katze und den drei Kindern schnell hätten hinrennen können. Also ist er wieder davon gefahren. Ich habe dann noch ein Foto von ihm gemacht, typisch Deutsch, und habe hinterher geschimpft. Und dann war es so, dann kam der zweite Taxifahrer, dann sind wir da eingestiegen und da ist der nette Mann losgefahren. Jetzt hat er die ganze Zeit so gemacht. Und Kokain. Also wir waren uns hinterher, nachdem wir ausgestiegen sind, ganz sicher, dass er vorher irgendwas zu sich genommen hatte. Weil der und er war auch so ganz fahrig. Ja. Er hat dann immer die ganze Zeit auch noch rumgefummelt überall. Ja. Und, aber er hat uns da hingefahren und das Fahren an sich war okay. Er hat allerdings die ganze Zeit wirres Zeug geredet, also möglicherweise hat er... Was man in so einem Fall auch macht, also als die Verantwortung auch für die Familie. Ja, aber da kann man nicht aussteigen. Wir mussten weg. Und du bist dann vor dieser Entscheidung, ja, was tust du jetzt? Und wir müssen in dieses Hotel. Im Auto drin, ja. Und dann kommst du an diesem Hotel an und denkst, du bist in Sicherheit. Die Story ist auch ganz nett. Also unsere Tochter hat dann gesagt, ach wunderbar, ein schönes Steinhotel und das ist bestimmt ganz sicher. Und jetzt kann uns nichts mehr passieren, unsere 12-jährige Tochter. Nur habe ich dann so leise an das Hotel dran geklopft und dann festgestellt, das ist einfach nur Pappmaché. Und in Wirklichkeit ist das ein ganz normales Holz. Das klingt ja Wahnsinn. Ein ganz normales Holzhotel. Und so eine Kulisse. So haben wir uns dann auch ein bisschen gefühlt. Ich habe es natürlich den Kindern nicht erzählt. Ich habe es in dem Glauben gelassen, dass das ein ganz stabiles Hotel ist und dass da gar nichts passieren kann. Und habe dann geguckt, nebendran war nämlich eine Brücke. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das Wasser bis hier hinkommen sollte, dann werden wir uns auf diese Brücke retten. Hab mir dann schon ausgemalt, wie wir das machen und was wir dann alles mitnehmen und gedankliche Vorbereitung. Das ist gut, man muss sich vorbereiten. Ja, und dann müssen wir halt dahin. Das ist dann auch nicht ungefährlich, ganz klar, weil da ja Stromleitungen, alles ist ja in den USA dann oft überirdisch verlegt, vor allen Dingen draußen auf dem Land. Und New Jersey ist ja draußen auf dem Land. Und naja, es kam dann Gott sei Dank nicht so und wir haben da überlebt in dem Hotel. Und was dann auch noch ganz witzig oder sagen wir mal in Anführungszeichen witzig war, war, als wir dann wieder nach New York zurück wollten, habe ich einen Leihwagen organisiert, der dort auf so einem einsamen Parkplatz rumstand. Das sind so Zipcars, also wie so Stadtmobile. Stadtmobile, da kannst du dann hingehen. Die Karte hatte ich vorher schon mal mir besorgt. Da hat mich eine nette Dame aus dem Hotel hat mich zu diesem Zipcar hingefahren. Da habe ich die gefragt, warum ist jetzt hier abgesperrt? Und da sagt sie, ja, zwei Straßen weiter ist das Wasser. Wahnsinn. Und dann hat sie gesagt, ja, also wir haben viel Glück gehabt, dass das Wasser nicht bis zu uns gekommen ist. Und als wir ankamen, hatten wir dann noch den, sagen wir mal, die kleine lustige Wanderung vor uns. Wir wohnen im 29. Stock und wir mussten dann Katzenklo und Katze und Kinder und Koffer und die ganzen Sachen in den 29. Stock hochschleppen. Wie lange hat das gedauert? Das ging lustigerweise. Ja, es ging lustigerweise relativ schnell, weil wir so fokussiert darauf waren, jetzt wieder in unsere Wohnung endlich zu kommen und endlich nach Hause. Und wir wussten, dass Strom geht und Wasser geht. Und nur der Aufzug ging nicht. Den haben sie aus Sicherheitsgründen abgestellt, weil sie gesagt haben, es kann jederzeit passieren, dass dann doch der Strom mal schwankt. Ihr habt euch ja nach einigen Monaten jetzt schon sehr gut hier angepasst und eingebürgert. Und du hast schon Fotos, super Fotos hier gemacht. Ja. Und eine Video vom Central Park mit dieser Seifenblase. Die ist wunderschön. Let the flowers bloom. No more economic gloom. Liebes Videos zu machen, habe ich in Deutschland schon gemacht. Und mein sozusagen aktuelles Geschäfts- oder Tätigkeitsfeld geht in diese Richtung. Das heißt, ich mache hier Videos, ich mache Fotos, ich habe eine Website. Oder ich habe mehrere Webseiten jetzt momentan gemacht, wobei Bitfame die eine... Bitfame hast du? Ja, das ist im Prinzip meine Firmenwebseite. Und bitfame.com, ganz wichtig, ne, für alle, die das irgendwann jemals sehen. Und dann bigappletv.com. Richtig, genau. Und auf Big Apple, da sind auch tolle Videos und Fotos angeboten. Und dann
ist auch eine Seite ist für Deutsche, die nach USA wollen, also dorthin auswandern wollen. Ich hab Tipps so dafür. Ja, so ein bisschen die Erfahrungen der ersten Monate jetzt oder ein paar von diesen wichtigen Erfahrungen. Genau. Wobei man Zum könnte, Beispiel? Man könnte da, ja, man könnte Romane schreiben, aber es gab diverse Dinge. Als Kurzgeschichte. Also, ja, Credit Score, sage ich nur. Credit Score war für uns Deutsche jetzt erstmal eine ganz komische Sache, weil von diesem Credit Score so viel abhängt hier. Ja. Also du musst einen hohen Credit Score haben und wenn du einen hohen Credit Score hast, dann kannst du bestimmte Dinge tun. Und wir wollten die Wohnung mieten, hatten bei der ersten Wohnung einen 47-seitigen Mietvertrag. Oh, und mussten auf Englisch auch noch. Auf Englisch und mussten Dinge ausfüllen. Also ich habe dann nur gesagt, das ist ja wie, ich kann mich gleich nackt auf die Straße stellen und dann sagen, hier wollt ihr alles von mir wissen. Also für jeden Deutschen, der damals die Volkszählung abgelehnt hat, ist das auf jeden Fall ein Graus. Ja. Okay, auf jeden Fall haben wir dann in diesem Riverhouse irgendwann eine Wohnung gefunden und wollten da auch dann den Mietvertrag machen, 37 Seiten. War der dann dort, also im ersten 47, im zweiten Gebäude dann nur 37 Seiten. Und jetzt kam aber der Credit Score. Und der Credit Score, wir hatten keinen Credit Score, wir wussten gar nicht, was das ist. Du musst praktisch hier eine Zeit gelebt haben und keine Schulden gemacht haben, deine Kreditkarte immer rechtzeitig abbezahlt haben. Auf diese Weise habe ich ja einen tollen dann. Und dann habe ich gesagt, ja, was machen wir denn jetzt? Dann haben die gesagt, ja, Sie brauchen einen Credit Score von über 700, sonst können Sie bei uns gar nicht mieten. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wir sind doch jetzt gerade erst hierher gezogen. Wie soll ich denn jetzt einen Credit Score von 700 haben, wenn ich bis jetzt noch gar nicht existiert habe in den USA? Ja, das ging dann hin und her und hin und her. Und irgendwann habe ich dann mich dazu entschieden, die letzte Möglichkeit ist, ich zahle die Miete im Voraus für ein Jahr. Für ein Jahr. Das habe ich dann gemacht. Jetzt kommt aber der Clou der Geschichte, da gibt es noch ein Management in dem Gebäude und das Management hat dann gesagt, im Gegensatz zum Eigentümer des Apartments, wir nehmen sie trotzdem nicht, ja, weil sie diesen Credit Score nicht haben und weil sie diese Voraussetzungen nicht erfüllen. Und dann ging es hin und her und hin und her und dann hatten wir ja noch das Problem mit meinem Nachnamen. Ja. Die amerikanische Botschaft hat, wir haben das Visum erst 3 Tage vor Abflug bekommen. Und die haben uns dann einfach mitgeteilt, in Amerika heißen sie jetzt nicht Gäbler, sondern, also die internationale Schreibweise von Gäbler wäre Gaebler, sondern sie heißen jetzt in den USA Gabler. Das ist eigentlich sehr frech, wenn du jetzt schon vom Internet überall bekannt bist. Das ist ja von den Behörden her unmöglich. Nicht nur das, sondern du hast ja auch deine ganzen Kreditkarten, alles, deine Konten, alles laufen auf Gaebler. Ja, was? Und damit haben wir dann den nächsten Gag in dieser Geschichte mit dieser Wohnungsfindung erlebt. Das war nämlich so, eines Abends ruft mich die Maklerin ganz aufgeregt an und sagt, Wolfgang, you have to do something. Also du musst irgendwas tun. Die glauben, ihr seid Betrüger. Und dann sage ich, wieso? Wieso glauben die, dass wir Betrüger sind? Ja, die haben versucht herauszufinden, wo ihr momentan wohnt in dem Gebäude. Das war so eine Übergangswohnung. Und dann hat das Gebäude ihnen mitgeteilt, dass ihr da gar nicht wohnt. Und dann habe ich gesagt, das ist totaler Quatsch. Natürlich wohnen wir hier. Sie können vorbeikommen. Wegen den kleinen Pünktchen auch über dem A. Auf jeden Fall war das dann tatsächlich so, dass die im System hatten, die ich mir mit Gaebler eingegeben, weil wir das angemietet hatten aus Deutschland. Und gesucht haben die aber nach Gabler. Und Gabler haben die dann nicht gefunden. Ja. Also ihr seid von allen Seiten getestet worden praktisch. Und was ich toll finde, du bist so positiv mit der ganzen Einstellung. Und du liebst New York oder die ganze Familie. Ihr seid also gerne hier. Ich wollte unbedingt mal hier leben, ja, weil ich davor schon ein paar Mal hier war. Kurzurlaube meistens. Der kürzeste war nur 3 Tage. Ah. Also gerade mal von Deutschland hierher geflogen. Ja. Hier so 2 Übernachtungen und dann wieder zurück. Ja. Und aber ich finde diese Stadt so toll, weil das Leben hier so intensiv ist, weil du hier alles hast, weil du Kunst hast und Kultur, du hast gleichzeitig Sport, alles, was du möchtest. Du hast unheimlich viel Abwechslung, du lernst wahnsinnig viele interessante Menschen kennen, was auch ein ganz toller Punkt ist. Die Leute sind so zuvorkommend. Die Freundlichkeit der Leute hier, ja, das war auch so ein Punkt. Wir haben immer wieder, jedes Mal, wenn wir hier waren, haben wir gesagt, das ist eigentlich unglaublich. Ja? Du erlebst hier ganz, ganz viele freundliche Menschen und das fast jeden Tag. Also ich habe dann immer gesagt, wenn wir hier weg sind, hier ist es so, wenn mal jemand nicht so freundlich ist, dann fällt der auf. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, gerade am Anfang mit der Familie, wir haben ganz oft erlebt, dass du kommst irgendwo hin, zum Beispiel sind wir mit der Fähre irgendwo hingefahren an den Strand. Die Fähre war ganz schön teuer dorthin.
jetzt haben wir 5 Tickets kaufen müssen, weil die Kinder eigentlich auch schon hätten zahlen müssen. Da sitzt da so eine Schalterbeamtin oder wie auch immer eine Dame am Schalter, sagt, ihr seid zu 5? Nee. Also, ihr müsst nur 3 Tickets bezahlen. Oh, ja, weil das ist aber nett. Und das haben wir ungelogen x-mal erlebt. Ja. Oh, also, Berufswunsch als Kind. Was wolltest du als Kind werden? Also, ich wollte eigentlich immer, und das ist eigentlich ganz amüsant, weil es ja dann auch so gekommen ist, ich wollte immer Unternehmer sein. Ja. Also, ich habe ja dann eine Firma gegründet im Computerspielebereich. Und ich wollte eigentlich schon von klein auf, ich habe immer gesagt, ich werde Unternehmer. Ja. Toll, und dann habe ich schon ganz früh auch in der Schule schon Stereoanlagen verkauft und solche Sachen gemacht und war eigentlich immer, ich wollte immer was unternehmen. Also nicht, weil ich wichtig sein wollte. War das nie die Triebfeder, sondern für mich war immer die Triebfeder, was zu machen. Also ich wollte was tun. Ich wollte auch mit anderen Leuten zusammen. Ich habe dann immer gesagt, und deswegen will ich Unternehmer sein. Ich möchte ganz viele Leute haben, die ganz tolle Sachen zusammen machen. Ja. Das war so meine Idee. Und gut, im realen Unternehmerleben merkt man dann, dass es manchmal ein bisschen schwierig ist, diesen Traum immer zu leben. Aber das war schon das, was ich wollte. Toll. Was ist dein Motto fürs Leben? Da haben wir eben mal... Haben wir schon mal ganz kurz. Also ich würde sagen, Carpe Diem ist ein Teil von diesem Motto. Also mach einfach was aus deinem Leben. Ja. Du kannst jeden Tag was tun. Du kannst jeden Tag was Neues tun. Du musst nicht das tun, was du immer getan hast. Genau. Egal, was du getan hast oder egal, in welchem Alter du bist, auch wenn es noch keiner getan hat, da gibt es so einen schönen Spruch, ich glaube, der soll von Steve Jobs sein, so frei nach dem Motto, alle haben gesagt, das geht nicht, einer wusste es nicht und der hat es dann getan. Ja. Super. Ja. Diesen Spruch liebe ich, weil das genau auch ich bin. Ja. Und dann ist auch noch wichtig, also für mich selber ganz persönlich, es ist viel wichtiger im Leben, was du bist, wie du zu anderen bist, ob du ein guter Mensch bist, ob du viel Geld hast. Das Geld, also ich persönlich sage jetzt mal, ich kann das ein bisschen beurteilen, macht überhaupt nicht glücklich. Das Einzige, was dich glücklich machen kann, ist, wie du mit anderen umgehst, wie du in deinem Leben sozusagen dich verhältst als Mensch. Klar, Leute haben es leichter, denen es wirtschaftlich gut geht, so einen Satz zu sagen. Das weiß ich auch, das habe ich auch schon mal gehört in meinem Leben. Aber im Endeffekt ist es so. Und wenn ich heute sage, ich würde alles verlieren und ich müsste sozusagen jetzt wieder einen einfachen Job machen, ich sage immer, ich bin mir für nichts zu schade. Ich habe früher alles gemacht, ich habe auch Klos geputzt, ich war Tellerwäscher im wahrsten Sinne des Wortes. Wahnsinn. Und das Wichtigste ist einfach, ob du versuchst, positiv an die Dinge ranzugehen und mit deinen Mitmenschen gut umzugehen. Umgehst, dann kriegst du auch was zurück. Ja, und dann kannst du mit dir selber auch leben. Dann bist du im Reinen, dann bist du frei. Ja, ich denke dann, das ist die einzige Möglichkeit oder das ist im Prinzip die Methode, also ich will jetzt nicht wie ein Motivationstrainer klingen, aber im Endeffekt, alles, was wichtig ist im Leben, ist nicht das Materielle und ist nicht das, was du kaufen kannst. Kann man ja auch nicht mitnehmen. Ja, so oder so, Vielen Dank. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Das war wunderschön, inspirierend. Und ich weiß, hier gibt es dann noch eine Fortsetzung. Gerne. Okay, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Was ist dein deutsches Lieblingswort? Ha! Spaß! Hasenpfeffer! Gartenzwerge! Wärmepfaffe! Drachenbirnauslese! Weltschmerz! Erschmuckfachgeschäft! Schmalzbacke! Erschmuckfachgeschäft! Spannungsbogen. Ja.
Schadenfreude. Kühlwasserpumpen, Anschluss, Landdeckel, Dichtungsring. Kindergarten. Freikäse. Freude. Ja, Freude. Du, wenn die Kamera sagt.